sehr gute Luftkanäle. Es blättert überall der Unterbodenschutz ab. Da kommt die originale gelbe Farbe zum Vorschein. Und die Lampentöpfe, alles sehr gut. Die Kästen ebenso. Wie auch die A-Säule. Hier haben wir noch das Kreuz von der Reserveradwanne. Auch noch gut, auch die Kante. Andere Seite, gleich guter Luftkanal und oben Lampentopf. Genauso wie gute A-Säule, bisschen Flugrost, das war's. Hier haben wir die Sicke. Radläufe innen, außen sind gut. Hier der Überhang braucht ein bisschen Arbeit. Da ist auch alles in Ordnung. Andere Seite das gleiche. Die Sicken innen in den Radläufen noch da. Boden im Motorraum, hier der bescheuerte Auspuff, irgendwas gebasteltes. Der hat einen Katastrophenboden gehabt, vielleicht hatten der eine oder andere in dem Video davor gesehen. Wir haben inzwischen zwei neue Bodenwannen reingemacht, natürlich außen verschraubt. So wie es sein muss.